Meine Strategie ist die Strategie, ganz einfach beschrieben, ist, wir Linke sollten versuchen, Menschen zu helfen, anderen Menschen zu helfen. Ja? Also wir Linke sollten nicht Menschen mit den gleichen Methoden bekämpfen, die Rechte verwenden, sondern wir sollten unsere eigenen linken Methoden haben. Ja? Und unsere eigenen linken Methoden sind gewaltfreie Methoden. Unsere linken Methoden sind Methoden, die Menschen helfen wollen und nicht Menschen zerstören wollen. Ja? Ich sehe aber leider bei einem Teil der Linken den Wunsch, Feinde zu zerstören, anstatt den Menschen zu helfen. Und das finde ich falsch. Und davon distanziere ich mich und gehe einen anderen Weg. Okay, was für eine Zerstörung siehst du denn? Ich sehe eine. Inwiefern zerstören die Linken? Also wenn man jemandem unterstellt, dass er irgendwelche Walken-Opfergruppen in Lager stecken möchte, dann ist das nicht, um denjenigen zu zerstören. Also hier merkt man schon. Also Lara versucht hier, wie nennt man das Neudeutsch, das Gespräch zu derailen. Er hört Erwin absichtlich nicht zu und stellt jetzt eine Frage, deren Antwort er selber kennt. Ja, er möchte jetzt halt Erwin unmöglich machen. Ne? Er möchte jetzt halt Nee, 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 zeigen, nee, nee, na nicht, hier. nicht Erwin unmöglich machen. Das möchte er an der Stelle nicht. Er stellt ja eine Frage, deren Antwort er selbst schon kennt. Erwin hat das ja vorhin gezeigt und auch 90% der Zuschauer ist die Antwort auf diese Frage natürlich klar. Aber das hat er bei Boris von Morgenstern neuerdings in dem Gespräch auch gemacht. Ne? Man versucht halt so irgendwas rauszukitzeln aus den Leuten. Irgendeine Ideologie, weiß nicht. Ja, kann man machen, aber anstatt mal vielleicht ordentlich einfach auf das einzugehen und das zu die Banken sucht man, stellt man immer irgendwelche Fragen so. Das ist mir bei Adara aufgefallen so. Man versucht halt irgendwie so ein Bild zu erzeugen für den Zuschauer. Ne? Ja, weiß nicht. Mein Ja, Eindruck. schon. Ich sehe eine Zerstörung in Form von Zerstörung der Gesellschaft. Ich sehe in Form eine Zerstörung des Diskurses. Ich sehe eine Zerstörung von Meinungsfreiheit und Offenheit und Gesprächsbereitschaft. Ja? Und die finde ich nicht gut. Die finde ich nicht gut für unsere Gesellschaft, die finde ich nicht gut für die Menschen und die finde ich nicht gut für uns Linke. Ja? Ich sage nur 4,9%, das hat schon einen Grund. Ja? Ja, Willst du vielleicht okay. sagen, was Du deine meinst. Strategie ist? Also nur so zum Vergleich. Oh, jetzt Meine kommt's. Strategie sieht so aus, dass man politische Bildung betreibt, um Menschen nach links zu ziehen und dann gleichzeitig eben genau dafür sorgt, dass Menschen aus der Mitte und eben die links sowieso schon ticken, mobilisiert werden gegen rechts. Okay, dir Und geht's dass die nicht darum. Rechten am besten, wenn sie ihre Weltsicht beibehalten möchten, in Angst und Schrecken leben, diese aus. Ja, das ist die berühmte Stelle. Ja, Die Rechten genau. sollen in Angst und Schrecken leben. Und er sagt hier nicht die Nazis, sondern er sagt hier wirklich die Rechten. Das heißt, jeder FDPler, Ja. jeder CDUler oder jeder Friedensaktivist, der von den Walkies als rechts geframed wird. Also Sinan ist laut den Walkies rechts, Erwin ist laut den Walkies rechts. Also eigentlich jeder, der nicht woke ist, soll laut daran in Angst und Schrecken leben. Anders kann man diese Aussage eigentlich nicht interpretieren. Ja. Und Ja, selbst wenn sehr man diese jetzt interessant. wohlwollend interpretiert, ich meine, Zeller, du hast ja gesagt, wir sollen wohlwollend interpretieren, dann kann man sagen, okay, man soll nur die CDUler, die FDPler, alle die zu gemäßigt rechten Parteien gehören, auch schon in Angst und Schrecken leben. Ist Das jetzt ist ja nicht. das, der Witz, und das ist ja, und genau das ist ja der Witz daran, weil eigentlich sagt ein Dara öfters schon oder hatte öfters schon gesagt, naja, CDUler, FDPler, die meine ich natürlich nicht damit, aber eigentlich, wenn er so Zitat Rechte sagt, dann meint er die eigentlich schon mit, weil man kann ja schon sagen, CDU ist, geht ja eher schon konservativ rechte Richtung und FDP würde ich wirtschaftspolitisch auch eher rechts mittlerweile einordnen, also eigentlich meint er sie ja schon mit, ne? Und dann auf der anderen Seite sagt er aber explizit, naja, die meint er ja nicht. Und deswegen, das meine ich mit Dara, Nein. was ich anfangs gesagt habe, bei Dara, das verstehe ich nicht so wirklich. Also, er gibt immer vor, irgendwie differenzieren zu können, aber tut es nicht. Und das habe ich ja damals schon bei ihm kritisiert, so, wo ich schon noch eher bei den Rechten war, dass ich das irgendwie nicht so ganz nachvollziehen kann, so, weißt du? Ja, Also, ich ja, komme da ja. nicht wirklich mit. Also, meint er jetzt nun wirklich auch CDUler, FDPler? Eigentlich ja nicht, aber dann irgendwie doch wieder. Und es ist ganz seltsam bei Dara irgendwie. Ich komme da irgendwie nicht mit, so wirklich. Ja. Zu drücken. Okay. Und wer definiert, was rechts ist oder wer rechts ist?
der gesunde Menschenverstand. Und ich glaube, damit sind wir inzwischen ziemlich präzise und effektiv. Richtig, Daniele Ganser, der sich einfach nur für Frieden ausspricht, der ist ganz böse rechts. Ich meine, das ist ja ein Schwurbler und die sind alle rechts, beispielsweise. Ja. Oder meine Marie-Louise Vollbrecht, die das Selbstbestimmungsgesetz ablehnt, die ist leider rechts, also wo es eigentlich eine linke Feministin ist. Also Friedensaktivisten und Feministen sind laut diesen Leuten rechts. Das muss man sich immer im Hinterkopf behalten. Ja, aber mich würde da wirklich mal interessieren, wie definieren Sie wirklich links und wie rechts, ne? Also im klassischen Verständnis ist ja rechts so, das ist ja rechts und links durch die Französische Revolution aufgekommen. Da waren dann die Links-Leute, die waren ja eher gegen die Monarchie, ne? Und die Rechten waren halt für, also konservativ für die Erhaltung der Monarchie, ne? So ungefähr. Habe ich das jetzt richtig? Ja. Man kann das relativ leicht und allgemein definieren. Rechts mehr Hierarchie, links mehr Gleichheit. Mehr Gleichheit, genau. Ja. Und ich, aber wenn man diese Leute fragen würde, ich glaube, weiß nicht, ich würde gerne mal eine Definition hören von einem Dara, was er unter links und rechts versteht. Ne? Das würde mir wahrscheinlich irgendwas möglichst allgemein gehaltenes, möglichst unkonkretes kommen, mit dem man je nach politischer Tageslaune, wie man es gerade braucht, andere Leute als links oder als rechts klassifizieren kann, wie man es gerade will, denn dieser Wokismus, wie links ist es denn, die Gesellschaft in Täter- und Opfergruppen einzuteilen und da so eine Opferolympiade aufzumachen, so eine neue Hierarchiepyramide. Also nur weil man alte Hierarchien invertiert und dann neue aufmacht, dann ist das ja nicht automatisch links. Ja. Echt? Ja, Erwins Blick spricht Bände. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ich sehe da draußen permanent, dass Leute rechts genannt werden, die mit rechts nichts zu tun haben. Ja. Okay. Zum Beispiel. So, ich habe mir in letzter Zeit mal deinen Stream nochmal genauer angeschaut. Und vor allem der Chat ist ja inzwischen einfach nur noch eklig. Warte, Entschuldige. Kannst du dir vorstellen, dass deine. Habt ihr gehört, Chat? Also, da ich weiß, dass bestimmt 80-90% von euch von Politopia kommen, ihr seid nur noch eklig, laut Dara. Strategie Missbrauch zum Opfer fallen kann. Zum Beispiel, dass irgendwelche irgendwelche Menschen so. Die eigene Macht haben wollen oder die irgendwen anschwärzen wollen, dass sie dann einfach sagen, der ist rechts und dann hat man das Recht, Schrecken über den zu verbreiten, dass der in Schrecken lebt. Richtig. Ja. Das heißt, wenn ich was gegen dich habe in deiner Strategie, könnte ich allen erzählen, dass du rechts bist, damit alle dich einfach fertig machen. Ja, dann müsstest du aber die Leute erstmal davon überzeugen können. Ja, klar. Ich bräuchte einfach ein paar Leute, die Clips aus dem Kontext schneiden. Ich bräuchte ein paar Leute, die Reichweite haben und einfach die Lügen über mich erzählen und dann also, bin ich dort. Tut mir leid. Also wenn ich mir die letzten Wochen dein Chat anschaue, dann stimmt alles, was die sagen. Da finde ich ohne Ende in letzter Zeit. Diese Leute bezeichnen Erwin auf Twitter als, Zitat, rechtsradikal. Ich weiß nicht, ob sie damals schon diese Wortwahl verwendet haben. Auf jeden Fall haben sie damals schon verschwörungsideologisch und rechtspopulistisch verwendet. Mittlerweile also Alerta. Wie Alerta. Ja. Ja, also, der hat ihn auf jeden Fall als rechts bezeichnet, das weiß ich. Rechtsradikal als rechts. Tatsächlich. Das allerdings erst seit einem Stolzmonat, das heißt fairerweise erst später muss man sagen, dann, nach dem Gespräch hier. Aber damals verschwörungsideologisch und rechtspopulistisch und auch das, was verschwörungsideologisch überhaupt sein soll, die Frage mache ich jetzt nicht auf. Verschwörungstheorie und erst recht Verschwörungsideologie, das sind Diffamierungsbegriffe, die dazu dienen, Leute, die kritische Fragen stellen, mundtot zu machen. Dieser Begriff wurde von Karl Popper, Mitglied der Montparnasse Society, erst im heutigen Sinne verwendet und dann von der CIA gepusht, um Kritiker an der Untersuchung der Kennedy-Morde einzuschüchtern. Also das ist die Geschichte dieses glorreichen Begriffs, den Wokies immer im Munde führen, wenn sie keine Argumente mehr haben, also ziemlich häufig. Genauso das Toleranzparadoxon führen sie ja immer sehr gerne an, ne? Obwohl die es wahrscheinlich nie wirklich verstanden haben überhaupt, was das überhaupt bedeutet. Ja, auch lustig, dass Leute, die sonst immer mit Kontaktschuld kommen, bei einem Mitglied der Montparnasse Society kein Problem haben, den zu zitieren. Also, ich glaube, die wissen nicht mal, was das überhaupt ist, ehrlich gesagt. Neoliberalismus haben. Also, wie gesagt, ich halte Kontaktschuld für bescheuert, das muss ich an der Stelle nur sagen. Ich halte es nur für völlig inkonsistent, wenn man was gegen Neoliberalismus hat oder dann dauernd irgendwelche Neoliberalen zu zitieren, aber Ja, diese Leute finden den Neoliberalismus offenbar gar nicht so schlimm. Ja, man sieht ja auch, wie sie Konzerne verteidigen immer wieder, ne? Also, oder zumindest sie nicht kritisieren.
weil sie halt diese Woke-Agenda pushen, wie Disney zum Beispiel oder so, ne? Deswegen sagen sie halt nichts dagegen. Obwohl sie eigentlich der größte Feind sein müssten, aber na, egal. Transfeindlichkeit, die nicht gelöscht wird. Ich finde Ausländerfeindlichkeit. Ich finde immer wieder auch Antisemitismus und den in kodierter Form. Frag mich, ob er gleich nach Belegen fragt. Mara kann, also ich würde schätzen, über 90% der Vorwürfe, die er erhebt, wahrscheinlich nahe 100%, kann er nicht belegen. Also nicht mal annähernd. Nee. Und manchmal ziemlich offener Form. Und es ist teilweise sehr willkürlich, was da gelöscht wird. Also inwiefern funktioniert inzwischen deine Strategie? Schau mal. Hier haben wir einen Chat, der ein öffentlicher Chat ist. Wenn jemand hier reinkommt und irgendwelche menschenverachtende Scheiße von sich gibt, dann löschen die Mods das oder bannen den. Ja? Je nach Schweregrad dieser ganzen Nummer. Ja? So ist das. Das erwarte ich von euch übrigens auch. Ich mache hier nicht ohne Grund den halben Chat zu Mods.